Hallihallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon's Profit. Ja, einen wundervollen, schönen Start in die neue Woche. Und ich bin ganz ehrlich, da meine Woche ein bisschen anstrengend war, habe ich auch nichts vorbereitet. Normal habe ich so einen kleinen Gedanken, was könnte man machen. Diesmal aber nicht. Und dazu gab es noch Problemchen mit Dragon's Profit. Wollte nicht so, wie ich wollte. Habe ich gerade, ja, so ein bisschen gefixt. Aber wirklich nur so ein bisschen. In der Hoffnung, dass wir das jetzt so annähernd ein bisschen. Schöne Viecher hier. Schön, ja. Brav, ja, ihr seid ganz brav. Dass es so annähernd ein bisschen läuft. Und. Ja. Dann gab's. Naja, ich erzähl mal nur so ein bisschen. Ich glaube, heute mache ich nicht so viel. Eine Woche war anstrengend genug. Gestern, war das gestern? Ja, Sonntag. Nee, Samstag. Samstag, also für mich gestern, weil ich auf den Sonntag aufnehme, ich meine, da war Samstag, gab es abends von Hannibal Games, also von Hannibal, eine Let's Playerin auf YouTube natürlich, ein Stream zu Guild Wars 2. Und weil da die erste Erweiterung von Guild Wars 2 kommt, hatte ich nur den Schluss gesehen mit dem neuen Trailer, wie sie sich den Trailer nochmal angeguckt haben und analysiert haben und pipapo. Und im Endeffekt, ja, hab ich da, ja, ihr seid toll, ja, ihr seid klasse, ja, ihr könnt mir mal einen Popo lecken. Was schießt du denn hin, Mädel? Aber irgendwie, könnt ihr jetzt auch mal drauf gehen? Ja, das war klar. So, jetzt war ich ein bisschen verplant, weil ich eigentlich die Treppe hoch wollte. Nein, also da gab's, die hatten da irgendwie drüber geredet. Ich hatte dann, weil ich den schon lange mit dem Gedanken spiele, mir Guild Wars 2 zuzulegen. Gab auch öfters mal im Angebot, ich glaube für 20 Euro, für 25 Euro und gestern saß ich so vor dem Rechner, hatte mir den Stream noch, also die letzten, ich glaube 20 Minuten oder so war das, noch reingezogen und dachte, ja, gehst mal auf die Seite, guckst mal, wie teuer das jetzt ist, geh auf die Seite und sehe, es kam glatte 10 Euro. Also die normale, das ist die Heroic Edition. Nicht die Deluxe. Die Deluxe kam, glaube ich, irgendwas bei 15 oder 20 Euro, wenn ich mich nicht recht entsinne. Aber mir reicht die stinknormale Standardversion, die man so haben kann. Ne? Und dementsprechend dachte ich, yeah. Kaufen. Jetzt habe ich mir Guild Wars 2 mal geholt. Hatte überlegt, ob ich das zusätzlich zu Dragon's Profit mache. Aber da ich sowieso gerade noch zwei andere Projekte habe, wird mir das sonst zu viel. Und dementsprechend werde ich das nicht tun. Und davon mal abgesehen, würde das meine Grafikkarte, meine uralt Grafikkarte, die ich ja leider immer noch habe, eh nicht mitmachen. Und da wäre es echt. Also, ich habe euch schon viel angetan mit Dragon's Profit, weil das war schon heftig, was ich daraus gehauen habe, was ich jetzt leicht gebessert habe. Aber ich habe auch gesagt, dass ich spätestens Mitte des Jahres, also spätestens ist übertrieben, also so Mitte, Ende des Jahres mir eine neue Grafikkarte hole, dann laufen die Spiele auch ein bisschen besser. Nur dafür braucht man auch erstmal das Geld. Und ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht dann, je nachdem, wie viele Projekte ich dann am Mann habe, weil zu viele will ich auch nicht. Wenn man zu viele hat, dann verliert man auch relativ schnell
die Motivation, die Lust an dem Spiel an sich oder ans Aufnehmen. Und das will ich halt nicht. Ich will halt nicht, ja, hallo, willkommen. Wir sind jetzt hier bei. Ist jetzt, na, es ist halt nicht so mein Stil. Mein Stil, ich will halt schon Spaß haben an dem, was ich spiele. Selbst wenn es ein Trash-Game ist, wenn es total kacke ist. Man soll ja trotzdem in irgendeiner Weise so einen leichten Spaß dran haben. Und wenn ich da halt eher unmotiviert und lustlos davor sitze und denke so, warum? Warum? Dann habt ihr auch davon nichts. Und ich hasse Städte bei Dragon's Prophet. Irgendwie, ich weiß nicht, warum das nicht so hinkriegt. Warum die das nicht so hinkriegen, lass es einfach mal. Naja. Ist auch egal. Also jedenfalls, deswegen will ich das. Grafiken sollen ja auch noch halbwegs vernünftig sein und so weiter. Deswegen bin ich auch die ganze Zeit am gucken, wie, was, wo, an die Rendereinstellungen und so weiter. Aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Und dann habe ich noch angefangen, weil ich irgendwie, weil die Woche war jetzt irgendwie H1Z1, der Zombie Survival Game Nachfolger, schieß mich tot von DayZ total drauf. Und das spielt irgendwie gerade so ziemlich jeder YouTuber, der auf YouTube irgendwie was macht. Und irgendwie habe ich mir denn da ein paar Videos reingezogen und hatte dann voll Lust, so ein Spiel zu spielen. Und ich weiß, ich habe, oder ich wusste, ich habe DayZ mir irgendwann mal gekauft, aber nie wirklich richtig gespielt, weil, man läuft da halt so rum. Und damals, wo ich angefangen habe zu spielen, war dann immer, ich bin gespawnt. Denn genau an meinem Spawn sind natürlich gleich fünf Zombies auf mich drauf. Man hat ja nichts, ja? Weder eine Waffe noch irgendwas anderes und fünf Zombies auf einen drauf. Super. Da hat man sich im Haus verschanzt, weil man geschafft hat, mal wegzulaufen. Was schaffen die Zombies? Richtig. Ma, die können ins Haus gehen. What the fuck? Also, dann hatte ich das wieder sein gelassen. Jetzt hatte ich mal wieder Lust und jetzt habe ich mal so ein bisschen gespielt. Ich glaube, insgesamt so 2, 3 Stunden. Und es, ja, DayZ, also die DayZ Standalone, nicht die Mod von Arma 2, sondern die DayZ Standalone Version, die Early Access. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich mag zwar H1Z1 auch, weil es auch so ein Zombie-Survival-Game ist und hat noch ein paar andere Features drin, weil man sich da noch ein paar Sachen craften kann und schieß mich tot. Aber was mich so ein bisschen, ja, nervt nicht, aber was die Frage, die mich dabei auftischt oder die mir dabei hochkommt, ist, man kann sich die Early Access für 20 Euro kaufen. Was ich ja nicht schlimm finde. Ist ja in der heutigen Zeit ja oft so. War bei Minecraft. Ich glaube, Minecraft war das Größte mit dem Early Access und so weiter. Und mittlerweile ist ja fast jedes zweite Spiel irgendwie Early Access und man kann sich das schon vorab kaufen und man kann dann halt schon spielen. Ist ja mittlerweile bei fast jedem Game so. Und was ich so gehört habe, ist, dass H1Z1 ist ja von Sony Computer Entertainment irgendwie programmiert worden, gepublished worden, keine Ahnung. Jedenfalls irgendwie so. Ich habe mich da jetzt auch nicht so genau informiert. Jedenfalls soll das, wenn es fertig ist, ein Free-to-Play-Game werden. Wo ich mir denn überlege, ist ja schön. Dann habe ich ein Free-to-Play-Game, wo ich dann aber zur Early Access 20 Euro ausgegeben habe. Den kann ich auch 2 Jahre warten und kann es Free-to-Play in der fertigen Version spielen. Warum muss ich denn 20 Euro dafür ausgeben? Das ist das gerade, was mich so ein
bisschen daran stört. Ein bisschen daran. Aber nur so ein bisschen. Aber nun gut. Wir können es ja halt nicht ändern. Die haben's, die machen es so. Da gab es auch einen großen Wirbel, weil Sony gesagt hat, na, oder die Macher jedenfalls. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Sony gewesen ist oder sonstiges. Ich will da auch niemanden irgendwie beschuldigen, der es nicht war. Jedenfalls wurde dann am Anfang gesagt, ja, wir machen, wir wollen da, also das soll ja irgendwann Free-to-Play werden und wir wollen da kein Pay-to-Win machen. Pay-to-Win heißt, man kann halt sich in-game für echtes Geld Sachen kaufen. Bei H1Z1 ist es, in dem Falle ist es Airdrops. Airdrops sollen, kann man sich dann kaufen, so ein Ticket, dann kann man die anfordern. Sieht auch total spektakulär aus und ist wahrscheinlich auch spannend, wenn man das spielt. Aber im Endeffekt, das ist dann Pay to Win, weil du zahlst für echtes Geld, ein Content und so weiter. Was sie versprochen hatten, nicht zu tun. So, jetzt haben sie das aber schon eingebaut. Denn hat sich jeder darüber aufgeregt, warum sie das denn jetzt gemacht haben. Sie haben doch gesagt und pipapo und bla bla bla. Alter, ist doch nicht zu fassen. Ich meine, wenn es mir nicht passt, dann kaufe ich es nicht. Klar, die, die es gekauft haben, die haben dann gesagt, ja, das geht nicht. Ich habe zwar keine Ahnung, aber ist egal. Das braucht er im Moment. Das braucht er im Moment nicht. Was soll er denn haben? Ich glaube, den Trank. Ja, den Hammer braucht garantiert. Gewebe. Gewebe, aha. Ja, der fängt. Desinfektionsmittel habe ich doch gegeben, Digga. Ach, jetzt will er den Trank haben, okay. Warte mal, jetzt hier. Da hat sich irgendwie jeder drüber aufgeregt und aha und ja und. Gib mir bitte diesen Trank. Ja, habe ich dir doch gerade gegeben, du Düsbaddel. So. Und dann gebe ich dir hier den Trank. Das Desinfektionsmittel. Wie oft soll ich dir das denn noch überreichen, du? Gib mir jetzt das Gewebe. Gib mir bitte diesen Trank. Also, so richtig in. Ich meine, wenn mir dieser, also Sony hat dann auch gesagt, ich weiß jetzt, ich bin jetzt gerade hier, ach, leck mich. Die haben dann auch eine Rückholaktion gemacht für, ich glaube, fürs Wochenende, letztes Wochenende war das, glaube ich, konnte man halt sagen, hier, Spiel gefällt mir nicht wegen bla 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 und dann hat man das Geld wieder zurückbekommen. Ich meine, wenn ich darauf nicht stehe, ist klar, ich stehe auch nicht drauf und ich weiß, dass bei Assassin's Creed Unity zum Beispiel dasselbe ist. Man kann halt für echtes Geld Ingame-Items kaufen. Finde ich persönlich nicht so toll, weil ich für das Spiel schon alleine 60 Euro zahle. Und da will ich nicht noch extra Geld reinstecken, damit ich da irgendwie bessere Sachen kriege. Und das ist halt der Nachteil, aber dann kaufe ich mir das Spiel halt auch nicht. Und ich meine, wenn's denn mal Free-to-Play ist, das Ganze, dann verstehe ich das, wenn sie dann Pay-to-Win einbauen, ja? Dann sage ich, okay, ja, kann man machen. Ja, toll. Kann man machen, damit man halt die Server finanzieren kann und so weiter. Ah, aber egal. So, die Woche ist eine Laberwoche. Nächsten Donnerstag geht's weiter. So, ich hatte mir auch überlegt, nur kurz am Rande, dass. So, Folgenende übrigens, ne? So, dass wir die Folgen von 20 Minuten auf so 15 Minuten kürzen, dass sie nicht so extrem lang sind. Ich werde wahrscheinlich sowieso auf 20 Minuten kommen, aber sehr. Dass sie halt nicht so extrem lang sind, dass man halt ein bisschen kürzer ist und ist halt alles ein bisschen besser, finde ich. Also so war der Plan, bis jetzt. Ansonsten abonnieren nicht vergessen, einen Kommentar schreiben wäre auch super, ein Däumchen ist noch besser
wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns am Donnerstag mit dem Gelaber von mir mal wieder weiter. Tschüss!